So, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück wieder bei Jamo TV. Leute, heute haben wir ein richtig krass geiles Video. Und zwar, Leute, erstmal an alle meine muslimischen Freunde. Eid Mubarak an jeden einzelnen von euch da draußen. Möge Allah euer Fasten inshallah angenommen haben. Und natürlich, Leute, wünsche ich euch viel Gesundheit, viel Kraft. Und inshallah erreicht ihr alle da draußen eure Träume, die ihr euch alle wünscht, Leute. Ich schwöre, ich hoffe das für jeden von euch. Ja, Leute, wie ihr schon am Titel lesen könnt, es ist endlich wieder Prank-Time. Leute, ihr wisst es, jedes Jahr mache ich es. Ich habe erstmal mit meiner Schwester angefangen, dann mit meinen beiden Geschwistern. Und heute, Leute, next level, meine komplette Familie werde ich heute pranken, Leute. Und zwar, ihr habt ja bereits schon alle bestimmt in meinen Instagram-Stories abgecheckt, Leute, dass ich den Geschenken kaufen wollte. Und die wissen das natürlich auch, die gucken ja auch meine Instagram-Stories. Aber eine Story haben sie nicht gesehen. Natürlich hat Jamo wieder einen fetten Feiertag-Prank, Leute. Ihr wisst doch Bescheid, ihr kennt mich doch. Und ich habe diese Story jetzt gesperrt von meiner Schwester und von meinem Baba, dass er diese Story nicht sieht. Wir werden die auf jeden Fall pranken, Leute. Seid gespannt. Ja, Leute, ich meinte gerade zu meinem Vater, weil wir waren gerade gemeinsam in der Moschee und hab dann zu ihm gesagt, ja, ey, Baba, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, mach die Geschenke für meine Geschwister fertig und dann komme ich. Wo ich bin hier gerade mitten irgendwo auf dem Feld. Leute, ich habe Größen sortiert Kartons gekauft und ich werde jeweils immer in einen Karton einen von diesem Zettel reinmachen. In diesem 5 Zettel steht das. Leute, da wird dann draufstehen, ich habe euch geprankt. Und alle 5 Zettel kommen in 5 Kartons. Und Leute, wundert euch nicht, ich habe heute leider keinen Freund am Start, der die Kamera irgendwie halten kann. Deswegen muss ich irgendwie alles self-made machen. Bin ich so auch nicht gewohnt, ist ein bisschen schwierig. Ich werde schauen, wie ich das hinbekomme mit dem Film. Ich werde vielleicht meine Stiefmutter irgendwie anrufen und sagen, ja ey, pass mal auf, film mal heimlich oder irgendwie sowas. Aber ich werde einfach selber von mir aus filmen und werde sagen, ja, ich drehe ein YouTube-Video, wie ich euch meine Geschenke gebe. Mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt. Meine Geschwister freuen sich auch schon mega auf die Geschenke, weil Baba denen gesagt hat, dass ich denen was gekauft habe. Weil er meine Story gesehen hat, dass ich denen Geschenke kaufen war, dass ich Geschenken... dass ich Geschenke gekauft habe. Nee. Drachen lernen, Bubble. Auf jeden Fall, Leute, ich will gar nicht so am Anfang lange rumreden, Leute. Abonniert mich natürlich auf Insta, auf Snapchat, überall, Leute, um immer am Start zu sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, Freunde, ihr seht es schon hier auf meiner linken Seite. Und zwar pranken wir heute meinen Baba. Ich habe heute leider nur mein Stativ, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber trotzdem versuche ich das Video so... atemberaubend wie möglich zu machen. Und zwar, Leute, wie ihr seht, haben wir hier richtig viele Kartons, wo wir gleich die Fake-Geschenke machen werden. Weil wir haben wir extra Geschenkpapier gekauft, werden diese Fake-Kartons richtig schön beschmücken, richtig schön rot mit einer Schleife, damit sie denken, Leute, das ist für sie. Aber hier haben wir die richtigen Geschenke und die schauen wir uns jetzt erstmal kurz an. So, Leute, natürlich habe ich für meine Geschwister auch vernünftige Geschenke geholt. Die werden wir aber später erst geben. Hier habe ich einen Sneaker für Jalal. Und das Witzige ist, Leute, ich habe für jeden dieselben Schuhe. Das heißt, guck mal, das sind die für Fadia, Leute. Das sind die für Fifi. Und dann habe ich hier, das sind meine Favorites. Guck mal, wie süß die sind für Bisu, Leute. Am Baba habe ich natürlich auch gedacht, Leute. Hier haben wir so einen Calvin Klein Pulli, der sieht natürlich auch fresh aus, damit er gut mal aussieht in den TikToks. Und ja, einen kriegt er auch. Zwei gehören mir, die nehme ich mir auch raus. Dann habe ich für jeden noch so eine Kleinigkeit. Das ist zum Beispiel ein kompletter Jogginganzug und ja, T-Shirts. Und das ist so ein T-Shirt für Jalal. Das heißt, jeder kriegt so ein paar Kleinigkeiten. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich werde jetzt mal diese Kartons richtig schön verpacken und dann sehen wir uns wieder. Ciao. 6,5 Stunden später. Oh mein Gott, Leute, guckt euch diesen großen Turm an. Ich bin fertig nach einer Stunde. Was, Bruder? Und in jedem, Leute, solcher Dinger ist so ein Zettel drin. Hier ist jetzt das letzte Wort. Prank. Das packe ich jetzt auch hier rein, Leute. Machen wir es zu. Und ich würde sagen, ich glaube, meine Geschwister freuen sich auf die Geschenke. Let's go. So, Freunde, was geht ab? Ich stehe auf jeden Fall jetzt unter der Haustür und ich werde jetzt gleich reingehen. Wie gesagt, ich habe keinen Kameramann heute da. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich werde wahrscheinlich alles jetzt erstmal vor die Tür tragen und dann irgendwie meinem Bauer Bescheid geben, dass meine Geschwister alle irgendwie ins Kinderzimmer reingehen sollen und dort irgendwie dann warten. Dann bringe ich alles ins Wohnzimmer rein. Dann stelle ich irgendwo die Kamera hin. Ich werde meinen Geschwistern sagen, dass ich das natürlich alles filme. Für TikTok einfach so, damit die denken so, ja, ich mache irgendwie so ein Geschenke-Pack-Opening oder sowas. Deswegen, ja... ich hoffe, keiner weint. Ich hoffe, die werden nicht sauer sein. Und falls ihr das seht, euer Bruder liebt euch, das wisst ihr. Okay, ich gehe jetzt hoch.
Ich hab's geschafft. Alles hier hingetragen. Ich habe meinen Papa auch schon angerufen. Meine Geschwister sind jetzt im Kinderzimmer und warten dort, bis ich alles reingetragen habe und sage, so, ihr könnt jetzt kommen. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich melde mich, wenn ich oben bin. Ciao. Okay, Leute. Okay, Leute. Es geht. So, Freunde, ich bin auf jeden Fall jetzt oben und ich habe Baba jetzt dazu gezwungen, Fifi uns wegzuhalten. Okay, ihr könnt kommen! Komm! Oh, kein Problem! Danke! Das ist alles für euch! Das ist alles für euch! Biko auch! Baba! Okay, ihr müsst jetzt raten, für wen ist was? Das Große ist für den Größten. Baba kriegt das. So, und danach Fifi. Das ist meins und das ist Jalels und das Fadias. Genau, je nach Größe. Guck mal, Biko ist die Kleinste, Jalel kriegt das, Fadia das und Fifi das. Oh, das ist nicht. Doch, mach auch erstmal auf. Mach auf, los. Ist doch egal, Baba. Mach auf und, was ist da drin? Was ist das? Was ist denn hier? Sag ich. Die hat auch! Die hat uns verarscht. Was steht da? Prank. Das ist geschenkt, weil irgendwie deine Geschwister jetzt verweiden, weinen die. Fifi? Ich kaufe für euch was. Hallo, das ist doch, guck mal, guck mal, hier steht das doch. Pack doch das mal zusammen. Guck mal hier. Was steht da? Ihr müsst zusammen machen. Ich ja? Hab euch geprankt. Prank! Stopp, hallo! Hallo, komm zurück! Ihr kennt mich doch, ich hab natürlich euch nur geprankt. Ich hab doch noch ein Geschenk für euch. Was? Ja, ich hab ein Geschenk für euch. Wo ist das? Wartet genau hier, ich hol das und dann machen wir das Geschenk auf, okay? Okay. Okay, jetzt setzt euch dahin. Ich komm gleich. So, Freunde, ich habe auf jeden Fall jetzt hier die richtigen Geschenke. Ich werde jetzt hochgehen und ich werde sie glücklich machen, Leute. Das war mir schon klar, dass sie so einfach nur enttäuscht sind. Ich meine, die werden ja auch immer erwachsener. Und man hat richtig in deren Augen gesehen, die dachten sich so, okay, ich weiß nicht, prankt er uns nicht. So, die wussten es selber irgendwie nicht. Und danach habe ich halt extra ein bisschen so länger gewartet und nichts gesagt, damit die wirklich denken, ich hole denen nichts. War schon ein bisschen komisch, aber Leute, es ist Eid und man muss sie jetzt glücklich machen. Ich hätte auch mal früher gerne so einen Bruder gehabt wie ich. Sprachen lernen, Bubble. Egal, let's go. Okay, habt ihr das auf Geschenke? Ja! Seid ihr jetzt glücklich? Ja. Ich habe euch gesagt, denn. Du kriegst auch Geschenk. Ehrlich? Was kriegst du? So, Fifi, welche TikTokerin soll ich zusammenkommen? Arizona? Ja, nur das für dich. Ah, doch, Wiese, also? Ja? Wiese krieg ich auch. Janel, ich habe eine Frage. Was sagst du immer zu Lehrern? So, fahrt ihr? Wo ist mein Auto? Das Auto, glaub mir, das Auto mach auf! Und das ist für Fadia. Ist das für mich? Und ein nach der anderen. Mach mal ein nach der anderen. So, was habt ihr alles bekommen? Das ist. Oh, ein Adidas. Auch ein T-Shirt. Oh, original Calvin Klein! Dann siehst du wenigstens mal ein bisschen gut aus wie ich auf TikTok. Ich bin stolz auf dich. Dann haben wir eure Geschenke, was habt ihr bekommen? Gefällt euch alle das Geschenk? Ja! Sehr gut, Leute, das ist doch das Wichtigste. Ich würde sagen, ja, an alle da draußen nochmal Eid Mubarak. Ich wünsche euch alle das Beste und das Wichtigste ist, wenn die Familie glücklich ist. Auch von mir, von uns alle, an alle. Ich würde sagen, haut rein, Leute, euer Jamo, lasst ein Abo da und sagt alle Tschüss! Tschüss! Ciao, ciao!